Erklärst du mir jetzt endlich, was ein Soldat bei uns will? Schmeißt er seine Karriere für uns hin? Wie hieß er gleich? Sein Name ist Cloud Strife. Oh. Und ja, den Job hat er hingeschmissen. Bei Missionen wie dieser hier kann ein echter Profi im Team nicht schaden. Ich beschwere mich nicht. Denk nicht, ich wäre einer von euch. Wenn das vorbei ist, bin ich weg. Nicht gerade ein Sonnenschein. Aber dafür ziemlich hübsch. Ja, nicht das wieder. Bei so einem Gesicht immer doch. Und was stimmt mit meinem Gesicht nicht? Wo soll ich da nur anfangen? Schon gut, behalt's für dich.
wenn du mich fragst. Tue ich aber nicht. Auf dich können wir uns echt voll verlassen, oder? Du würdest wohl kaum so viel riskieren, wenn du nur auf die Pagill aus wärst. Du bist wie wir. Dir geht es doch auch um das Wohl unseres Planeten, nicht wahr, Cloud? Nicht wirklich. Komm jetzt. Du kostest uns viel. Hoffentlich bist du es wert. Dich. Nichts leichter als das. Yes.
Okay. Loyale Soldaten wie du, die Shinra das lästige Ungeziefer vom Hals halten. Sicher nicht dein erster Reaktor. Also bring mich zur Brücke, wo sie das Mako sammeln. Hast du deine Zunge verschluckt? Kuschst wohl immer noch vom alten Herrchen, was? Erbärmlicher Schoßhund! Aber stell dich ruhig quer! Wir ziehen das mit oder ohne dich durch! Die Mako-Reaktoren sind von Baujahr zu Baujahr verschieden. In so einem war ich noch nicht, aber ich finde mich schon zurecht. Warte kurz. Bix kümmert sich um die Tür. Keine krummen Touren. Immer mit der Ruhe. Ha, geschafft! Was zum... Die Tür! Hey. Hände hoch! Wollte ich auch gerade sagen. Weiter geht's. Woher nimmt er nur diesen Charme? Bleib bei der Sache. Die Codes hat uns jemand aus der Splittergruppe zugespielt. Na, im Grunde sind wir gegangen. Es gab da ein paar Differenzen. Ha, Kinderspiel. Dann haut mal rein. Schnell, Jesse wartet schon. Ab hier wird der Reaktor noch besser bewacht. Also mach keinen Mist, verstanden? Der Aufzug ist gerade noch unten. Drück mal den Knopf da. Du bist mit Tifa befreundet? Geht mich ja eigentlich nichts an, aber wie gut befreundet? Oh. Hey, Cloud!
dir. Tifa und ich? Dieses Ungeziefer da auf ihrem Bildschirm nennt sich Avalanche. Allerdings können wir noch nicht mit Sicherheit sagen, ob es dieselbe Gruppe ist, die damals das Attentat auf sie verübt hat. Die Untersuchungen laufen. Schon bald wissen wir sicherlich mehr. Während wir essen, während wir seelenruhig schlafen, die gesamte Zeit über saugt diese riesige Pumpe das Marco aus unserem Planeten. Ohne Rücksicht, ohne Pause! Mann, du denkst wohl, das wäre egal. Marco ist der Lebenssaft des Planeten. Ganz ähnlich wie das tiefrote Blut, das in unseren Adern fließt. Schnallst du nicht? Was passiert, wenn Shinra so weitermacht wie bisher? Du hörst wohl die Schreie des Planeten nicht, du herzloser Großkotz! Kannst du sie denn hören? Und ab! Dann geh zum Arzt. Dir zeig ich's! An deiner Stelle würde ich mich lieber um mein eigenes Leben sorgen. Überlass das Schreien doch dem Planeten. Jetzt gilt äußerste Vorsicht. Alles, was auch nur irgendwie verdächtig erscheint, wird abgeknallt. Ist das klar? Das sind automatische Mittelstreckengeschütze. Mit deinem Schwert kommst du da nicht weit. Also lass ihm seinen Auftritt. Dann mach dich mal nützlich. Bastard! Auf die Trail! Na?
scheint jemand etwas gegen Besucher zu haben. Eigentlich habe ich ja nichts dagegen, wenn es heiß hergeht. Aber mit diesen Lasern ist nicht zu spaßen. Ich nehme an, du weißt, was zu tun hast. Die Laser sind nach einem Muster programmiert. Wenn sie aussetzen, gehen wir durch. Ganz genau. Okay, ich gehe zuerst. Ich stehe einfach auf dem Nervenkitzel. Hey! Sieh mir mit deinen himmelblauen Augen ja gut zu. Erwischen ist der Name Programm. Dann müssen wir ihn einfach zuvorkommen.
hier ist das Zentrum des Reaktors. Der Sprengsatz muss dort runter. Hier geht's runter. Wir sind jetzt ganz nah dran. Ich kann das Mako förmlich riechen. Ich glaube, ich kriege eine Gänsehaut. Vor Angst oder was? Nee, vor Freude. Von diesem Tag habe ich schon als kleiner Junge geträumt. Ab hier ist es nicht mehr weit. Ich halte hier die Stelle. Wir sehen uns später. Was ist? Kannst dich wohl nicht von mir trennen, was? Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Aus dem Weg. Gleich geht's los. Ich kann's kaum erwarten. Jetzt kannst du mir ein für alle Mal beweisen, dass du keiner von Shinras loyalen Schoßhunden mehr bist. Den Sprengsatz bringst du also an. Zeig mir, dass Tifa dir zu Recht vertraut. Wenn du einer von uns werden willst. Ich wiederhole mich. Aber ich mach das nur fürs Geld. Dann halt's Maul und mach! Es ist nichts. Und der Timer? Den überlasse ich dir. Ganz schön ambitioniert. Hast du uns in der Falle gelockt? Pass auf! Ach, nö! Maschinen sind oft stark gepanzert, aber empfindlich gegen Elektrizität. Versuch mit Blitz. Tja, das ist nichts anderes übrig. Nichts überstürzt. Jetzt kann ich hier besser.
Close our contact.
mit seinem Laser an. Nicht in Acht. Geht das auch ein bisschen konkreter? Hier hinter irgendwas in Deckung. Er darf uns auf keinen Fall frontal treffen.
Extraktion in 20 Minuten. Ha, geht doch. Dieser Skorpion hat echt einen Orden verdient. Los, raus hier. Wedge hat den Fluchtweg gesichert. Raus hier, schnell! Es ist raus. Na dann. Konzentrier dich aufs Klettern. Ja, aber wenn ich nicht rede, werde ich so nervös. Mach doch, was du willst. Barrett! Geh schon mal vor, Jesse! Die Tür ist jetzt wichtiger! Aber... Der Soldat gelangt Schutz. Ex-Soldat. Da sind sie! Ihr Knackler! Aus dem Weg! Barrett, reden bringt hier nichts. Verdammt! Bin hier und nicht weiter. Kassier! Aus! Jetzt ein Freudentanz.
das nicht um. Genug. Genug. Zum Feiern ist später Zeit. Ja, auf.
Alle noch da. Sogar in einem Stück. Ist das nicht ein bisschen zu heftig? Ich habe die Bombe exakt nach Plan gebaut. Eventuell sind da Makrogase dran schuld. Hoffentlich hat die Stadt nichts abbekommen. Der Planet geht vor. Und was meint ihr? Ob es was genützt hat? Also, das will ich doch schwer hoffen. Gut, und jetzt raus. Wir sind in Sektor 8, nicht? Es ist noch ein Stück. Dann los. Führ uns hin. Okay, geht klar. Passt auf, dass ihr euch keinen Schlag an den Stromleitungen holt. Ja, graue Böden, graue Wände. Die Inneneinrichter waren aber nicht sehr kreativ. Irgendwas stinkt hier nach vergammeltem Joghurt, findet ihr nicht? Das bin ja ich. Naja, war halt ein schweißtreibender Job. Waren das gerade meine schlotternden Knie? Ein ganz schönes Feuerwerk. Raus hier, solange wir können. Makroverdächtigung. Katalyse. Ob's am Schießpulver lag? Jesse, dafür ist später Zeit. Junge, Junge. Mein Magen hängt echt auf Halbmast. Zu Hause wartet ein gedeckter Tisch. Beim nächsten Mal nehme ich einfach eine Lunchbox mit. Ist es noch weit, Wedge? Nur noch ein Stückchen. Von hier können wir Sektor 8 erreichen. Gut, dann mache ich uns mal die Tür auf. Bald bin ich bei dir, Marlene. Und ich bei dir, Dusche. Der Sprengsatz ist scharf. Das ging fix. Auf die gute okay, Jesse ist halt verlassen. Los, weiter. Dies ist eine Durchsage des Shinra-Katastrophenschutzes. Unbekannte Attentäter haben eine Sprengung in Makroreaktor 1 ausgelöst. Wegen anhaltender Explosionen besteht auch weiterhin akute Brandgefahr. Sektor 1 und Sektor 8 wurden aus diesem Grund zu Gefahrenzonen erklärt. Gebäude in diesen Zonen sind extrem einsturzgefährdet. Es muss mit herabfallenden Trümmern und Splittern gerechnet werden. Bringen Sie sich unverzüglich. Oh nein, wie schrecklich. Allerdings, so war es nicht geplant. War wohl zu viel des Guten. Fällt euch ja früh ein. Wir haben keine Wahl. Wir machen exakt so weiter. Das war nicht der letzte Reaktor, der dran glauben musste. Es geht schließlich um die Rettung der Welt. Ganz richtig. Wir wussten genau, worauf wir uns einlassen. Zum Aufgeben ist es viel zu früh. Wir kämpfen für
die richtige Sache. Und wenn es Opfer fordert, dann ist es halt so. Aber ich merk's schon. Wie der Planet fängt auch ihr an zu klagen. Ha! Nicht verzagen! Onkel Barrett wird das Kind schon schaukeln. Eure Ängste, Zweifel, eure Sorgen und natürlich die Kohle. Um all das werde ich mich kümmern. Und, Chefe, was nun? Wie geplant. Wir machen uns aus dem Staub. Ugh.